Aber hier auf der Autobahn gibt es immer, wenn du die Webcam Spur, anmachst. Linke Spur also geradeaus. Nur, ja, immer wenn du ich die Webcam anmachst. Ich fahr mal auf die linke Spur, Josh. Da? Nee. Ich fahr auf die linke Spur, Josh. Ja, ist okay. Du hast Platz, und ich kann dich so reinholen. Weil da ist jetzt einspurig. Hat der James gesagt. Ach, hat er das einfach so gesagt? Und dann glaubst du dem das? Ja, obwohl da war noch eine Sperrfläche, hätte ich auch noch drüber fahren können. Weißt du, jetzt hast du unnötig die Hunde heiß gemacht. Das macht man nicht mit meinem James rum. Man macht keine James Hunde heiß, weil... Doch, die sind nicht in China. Machen die in Amerika ständig, die nennen das Hotdog. Oh. Nee, Hotdog gibt's bei mir morgen nicht. Hotdog. Wessen Dings vibriert hier so? Meins nicht. Bei mir vibriert meins auch nichts. Da fährt einer über die Linie, glaube ich. Ja. Ja, genau so. Dong. Ist der Carsten, bei mir. Eindeutig. Jetzt bin ich das, warte. Ja, ich hab voll gemütlich heute, das ist doch super, oder? So richtig schön, so 110 und gemütlich und Landschaft. 110, und ich bin geblitzt vor. Party. Oder muss ich mal ein dummes Gesicht machen? Da musst du ja nicht viel verändern, Julian. Mach mal ein blödes Gesicht, halt, stopp, reicht schon. Ist auch so ein Klassiker. Der Klassiker, jetzt neu aufgelegt. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, ach, Übertretung. Mal. Aber treten finde ich schon ein bisschen gemein. Das tut doch weh. Ja, wenn da seid ihr erst. Nach Treten. Ah, was hat geklappt. Ne, oder? Hat geklappt. Schön bei dir. Ich habe mir eine Andi-Maske aufgesetzt und bin geblitzt worden. Viel Spaß bei der Knolle. Julian, das ist aber dein... Wenn Andis auch nochmal geblitzt wird... Julian, warum hast du deinen Stuhl denn geklappt? Hä? Dann kannst du doch gar nicht mehr sitzen. Hä? Der passt dir jetzt irgendwie gar nicht. Ja, ist egal. Hä? Ich verstehe das gar nicht. Den muss man auch. Ich hab's auch nicht verstanden. Weil war irgendwie... War irgendwie lustig, ach, kennt ihr? Kennt ihr keine Klappstühle? Ja, aber wo war jetzt der Witz dabei? Ja, weil der Julian klappen. Geklappt gesagt hat. Hä? James, bist du jetzt abgefahren? Ich seh dich nicht mehr. Weißt du, ich fahr immer geradeaus an. Gut, sagst du Bescheid, wenn du abfährst, weil du bist irgendwie minimalistisch zu schnell. Ja, ja, ich fahr nur 110. Tja, wie wir alle. The same thing we all do. Echt? Ja, ich fahr zumindest 110. Da vorne sehen wir schon wieder. Ja, deswegen, also alle fahren wir nicht 110. Nee, ich... Weil schade. Das ist eine arglistige Täuschung. Falschaussage. Falsch ausgesagt? Ja. So, fahr jetzt mit Tempomat. Mach ich schon die ganze Zeit. Boah, ihr seid so toll. Ich fahr jetzt auch mal mit Tempomat. Ui, toll. Ja, das machst du doch garantiert schon die ganze Zeit. Du kannst auch gar nicht ohne. Guck in mein Video, ich hab den gerade erst eingeschaltet. Ja, ja. Guck in mein Video. Guck rein. Ey, ich hab das auf Video. Guckt alle in mein Video. Ja, guckt alle einfach bei Carsten. Nur auf Carstens Channel. Nee, eigentlich müssen wir jetzt für mich und Julian Werbung machen, weil ist so. Weil ist so? Ja, weil wir jetzt voll innovativ sind und 60 FPS haben und voll sind. Seid ihr alle so schnell? 110 nur. Innovativ. Oh, die Grenze. Ja, was habt ihr von eurer Überholerei? Warum seid ihr denn so schnell? Because wir fahren 110. Ich gebe Vollgas. Ja, da kannst du keine 110 fahren. Premium-Edition. The same thing we all do. Zieh nach links und ich kastriere dich. Oh. Es hört sich so an, als ob es gerade passiert wäre. Das steht auf jeden Fall dabei. Ich glaube, wir müssen mal stehen bleiben, James. Glaubst du das oder weißt du das? Ich weiß das, weil dir zwei Punkte plötzlich stehen geblieben sind. Okay, gut, dann sollten wir das tun. Und diese zwei Punkte auch nicht mehr reden. Ah, ich bin gerade mit Grinsen beschäftigt, kann gerade schlicht reden. Klar, einfach mal mit, weil ich es lustig finde. Vielleicht. Oh, da sind Ballons. Sehr, sehr geil. Oh, ho, ho. Da steht der Carsten auf einmal. Was? Da stehst du auf einmal. Ja, ja, ich stehe hinter James. Ah. War der in der Tanke? Nach der Tanke, kurz nach der Tanke. Oh, da oben kreisen Vögel. Oh, sieht, boah, das ist ja voll geil aus. Auch, ne? Aber wenn du das so gegen der Sonne... Ich fand das recht amüsant. Der Julian meinte gerade, Andi, zieh nach links und ich kastriere dich. Aber Julian, du hättest es ahnen müssen. Warum bist du nicht vorher nach rechts gezogen? Hä? Hallo?
Wenn Andi nach links, wenn Andi nach links zieht, hätte ich an Julians Stelle vorher nach rechts gezogen, hätte den Andi umgeworfen und hätte ihn dann überholt. Ja, nee, da kippt er erst recht um. Das bringt ihm ja nichts in dem Moment. Dachte, die Premium-Edition, die ist ja standfest. Nee. Doch, das ist bestimmt. Ich hab sie doch vorhin auch fast umgeworfen, ohne mir Mühe zu geben. Ja, du kommst aber immer auf den Winkel an, wie du ranfährst. Das stimmt. Ja, ich kenne den Winkel, ja. Ja, ich ja auch im Prinzip. Deswegen habe ich euch ja erstmal schön vorbeigelassen. Und er ist tatsächlich drauf reingefallen. So, wo? Ich hab ja gesagt, weißt du, ich habe einen letzten Funken Hoffnung. Wo seid ihr denn überhaupt? Den nicht haben. Warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Kaffee. Willst du ihn drüber kippen? Da kommt ein grüner Punkt auf uns zu. Ich glaube, das könnte der Andi sein. Ey, wenn du neben mir sitzen würdest, hätte ich dir jetzt so ins Gesicht getreten. Ich sage dir. Und wo ist der Jatak? Ich habe gerade, vielleicht hat man es gehört, aber ich habe gerade meine Wand hinter mir geschlagen. Wo ist denn der Jatak? Habe ich nicht gehört. Wo ist denn der Jatak? Der fahr zur Tanke. Wahrscheinlich. Ah, du fährst jetzt doch zur Tanke. Ich lag auf der Seite. James vorbei? Ja. Laut Spiegel ja. So, da rechts raus. Wartet ihr nochmal, oder? Ja, nur gemächlich. Also langsam warten heißt mittelschnell fahren. Hey. Fahren wir das doch weiter, oder? Wir warten langsam, also wir fahren gemäßigt los. Also schon auf dem Standstreifen? Ja, eben. Ja, weil du so an mir vorbeifegst, deswegen... Hey, ja, damit ihr alle wisst, wo es hingeht. Wir machen den Weg frei. War es ein älteres MG? Was? Hä? Es klang gerade beim James, als hätte er gesagt, ein älteres MG. Ja, das kannst du hier in ETS bestimmt auch irgendwie. Ein älteres MG Cabrio, ja. MG Cabrio. Fahren hier ja. Ich auch Autos rum oder das ist nur im ATS, dass hier Autos rumfahren? Also ich habe hier noch keinen gesehen. Ich eben auch nicht, das fand ich interessant. Ich fand vorher nur das eine rum. Im ATS Multiplayer fahren Autos, ja? Ja. Mhm. Tolle Autos. Skodas. Passen sehr, sehr voll in geil. Amerika. Aber keine ja. KI, James. Nee? Nee. Nur Vollidioten. Oha, darf er das? Moment, man kann im ATS PKW kaufen? Ja. Aber wozu? Wenn du den falschen kaufst, dann... Bist du gebannt. Das stimmt nicht. Nein, gekickt. Stimmt nicht. Stimmt ja, nicht. Der von Nordrhein TV Play hatte auch die Lampen oben drauf. Nein, aber kein Blaulicht. Nur Orange. Ja, orangenes Licht. Ja, aber kein Blaulicht, eben. Ja, aber wozu braucht man einen PKW? Um schneller zu fahren. Sag mal, wollten wir dich nicht langsam auf dem Stand fahren? Ja, wir fahren 40. 30 bei mir. Ja, aber man Achso, darum ja komme ich so schnell an den Andi. Warten. Ja, der wird doch wohl bei 30 irgendwie aufgeholt, also. Ey, wir sollten nur hier vielleicht irgendwie, wobei wir fahren runter, nee, nicht runter wieder hoch, oder? Können wir das machen? Ich fahre hier runter wieder hoch. Jo, hast du dir eigentlich einen Wegpunkt gesetzt? Ich habe nur den Wegpunkt, den ich habe. Also, ja, also ich bist, habe nur den Wegpunkt, hoch, den ich habe. Also vor der Brücke. Bin ich, glaube ich, gerade. Gut. Weil ich sehe dich nämlich immer so hoffe ich. Punkt. Hoi! Wo muss der Jatak hin? Ich bin jetzt an einer Abfahrt, Andi? Wo steht. Mir fällt gerade ein, das Wort Muldenkippe. Oh nein! Rechts geht nach rollen. Krakau und Lublin. Und geradeaus geht nach Katowice. Oh, Vorsicht, ich spring nicht an. In Richtung ist das Katowice. Ein Autobahnkreuz oder was? Ja. In Richtung Katowice. Ja, Richtung. Danke. Josh, das war eine dumme Idee. Da runter und wieder hochzufahren? Ja. Warum? In der Geschwindigkeit war es eine dumme Idee, weil ich zu langsam gefahren bin, mein Motor ausgegangen ist. Jetzt stehe ich hier in der Mulde. Muldenkipper. Wie kriege ich den denn jetzt? Musst immer mit Feststellbremse arbeiten. Jetzt. So. Wir müssen auch gleich abfahren, das heißt, wir warten hier mal vor dem Kreuz. Och nee, ich... Och, das kann doch nicht sein. Jetzt fährt er an und geht schon wieder aus. Aber du mit Feststellbremse arbeiten. Dödem. 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 Ist das normal beim Bergauffahren, dass die gerne mal ausgehen? Ja. Mit der nicht-intelligenten Dingensschaltung eigentlich ja. Die habe ich bestimmt. Generell, du kannst selbst eine Automatik abholen, wenn du willst. Hey, okay.
musst du auch können. So, wer ist denn das? Das ist der Andi, wie es aussieht. Wo sind denn die anderen? Der Attack, der braucht noch. Och, nicht schon wieder. Gibt's hier irgendwo eine Stadt? I don't know. Wir müssen hier im Kreuz auf jeden Fall irgendwie rumfahren, deswegen warte ich hier mal. Ich müsste mal an der Werkstatt. Ach so. Warte mal. Da werden wir gerade dran vorbeigefahren. Also nicht schlimm. Irgendwann wird schon eine kommen. Ja, irgendwann kam eine mitten auf dem Weg. Warum zur Hölle habt ihr 37 Nachrichten geschrieben, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe? Hä? Weil du nie guckst. Ja, der Josch, von Info, das fällt mir nur gerade auf. Ja, Josch, weil du nie guckst. Ja, ich guck nie. Ja, du guckst ja nie. Aber ist ganz praktisch, dann können wir wenigstens lästern, dann kriegst du es nicht mit. Ja. Ah, der Dakota des T-Shirts, okay. Ja. Cool. Eins. Ja, eins T-Shirts. Steven Merchandise. Ne, und Andi will keine 32 Euro für sowas ausgeben. Hey, okay. Cool. Das ist nur so teuer, weil es ein Einzelstück ist. Ich hätte, 100, ich hätte auch 100 bestellen können, dann hätte jedes T-Shirt nur 16 Euro gekostet. Das ist doch cool, dann bestell doch mal 101, hast du schon verkauft an mich. Ja, und dann kaufen wir uns alle hier 5 mindestens eins und dann... Also wo alle 4. Deine Abonnenten wollen bestimmt auch unterwegs. Ja, eben. Die wollen bestimmt auch. Ich glaube nicht. War es doch ganz bestimmt. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Also bei mir sagt er links rum. Rechts rum. Ja, bei mir ist rechts rum, ja. Ja, Carsten, fährst du in die falsche Richtung. Guck mal gerade auf die Karte. Bei mir sagt er aber links rum. Junge, wo bist denn du? Also ich fahre jetzt. Es kommt drauf an, wer erst abliefert. Also bei mir sagt er jetzt auch rechts rum. Also soll ich jetzt mal hier stehen bleiben, oder? Ich fahr gerade auf der 1 hoch. Richtung Lodge. Ja, dann bist du aber schon viel weiter als wir. Warte mal kurz, ich bleib mal kurz stehen. Ja, dann bist du schon um einiges weiter als wir, dann bleib mal stehen. So, wir holen mal den Attack auf. Hat er wieder nicht gewartet, das auch. Oh, ist ja eklig. Weißt du, so mit so Leuten nimmt man dann hab hier auf. Hab ich nicht gesehen. War auch ein Scherz, ey. War doch ein Scherz. Nee, wir nehmen das alles voll ernst, hier so. Also Julian, setz dich jetzt mal in deine stille Ecke und denk über deine Fehler nach. Ja, echt, ey. Natürlich. So ein richtig ignorantes, natürlich. Ignorant, ironisch. Was haben wir was Drittes? So eine Alliteration. Arrogant. Ja, arrogant mit I, du mich auch. Ja. Hallo Josh. Hey yo. Oh, das ist eine Bucht. Iotrant. Genau, i-arrogant. Ach so, weil ich auch so abgehoben bin. Natürlich. Genau. Ich bin voll abgehoben. Ey, voll assi. Das ist ganz schlimm, gell? Mhm. Boah, ich freue mich schon auf morgen, habe ich das schon mal erzählt? Das ist ich freue mich auf Samstag. Mein erstes Kochenvideo, das ich morgen aufnehme. Unglaublich. Musst du machen wie die Fernsehköche. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, mit Anlaufen, Schnitzelchen eingelegt und sowas. Das ist super. Was gibt's denn? Das kann ich eigentlich erzählen, oder? Weil das Video ist eh schon lange gelaufen. Ja, das ist ja dann schon rum. Also es gibt also als, wir haben an drei Gänge gedacht und dann gibt's zur Vorspeise so kleinen Aperitif-Burgerlein, so zweierlei. So klein, so schön, so Häppchengröße. Zum einen so klassisch mit Rind und Barbecue-Soße selber gemacht und selbstgebackenen Brötchen und sowas Schönes. Und dann gibt's auch welche mit crispigem Hühnchen und Currysoße und Ananas. Du hast auch einen Thermomix zu Hause, oder? Nein. Der Letzte, der sich sowas anschafft, wäre ich. Danke. Der allerletzte, aber sowas von. Danke. Nee, das kommt mir nicht. Wir haben ja auch eine seriöse Firma. Ja, erzähl weiter. Entschuldigung. Wie es gibt Vorspeise, haben wir selbstgemachte Tortellini mit Ricotta, Spinat, Pilzfüllung und Tomatensauce und als Nachtisch gibt's Panna Cotta. Ja, schön, ja. Okay, mach ist ich das. Ist das dann ein Livestream oder ist das ein Video? Das ist ein Video. Das ist ein Video? Das schneide ich dann so schön. Ah, mit Übergängen und so. Ja, voll cool. Und ich bin auch im Überlegen. Stellst du vorher auch dann immer die Zutaten vor und so? Ja, wir haben hier bei Edeka das eingekauft und das auch bei Edeka. Zeigst du die so in die Kamera? Ja, genau, so Produkte. Mal ganz ehrlich, ne? Drei Gänge, das ist ja sowas von 60er Jahre. Nein. Ach so. Ja, am besten noch direkt neben dem Lenkrad, gell? Ja.
Seid ihr auch auf der 1 Ja, irgendwie sind wir da, aber ich komisch, dass ich dich immer noch nicht sehe.